Der Run fängt an. Yuki, ziehst du mich mal dann gleich zu dir runter, bitte? Aber klar mache ich das. Finde ich doch immer gerne. Weißt Danke du dir. Yuki zieht schon wieder alle Leute runter. Oh. Ah, das kann sie aber. Kann sie gut. Hey! Ganz lieb, ich hab gar nichts gemacht. Raus hier. Ja, ich Wann fängt an? Ich kann Yuki rumkommandieren. Geil. Ich fühle mich gut. Das eine Mal im Jahr. Das hast du jetzt gesagt. egal. So. Achso, nee, ich dachte gerade, Yuki hat das Spiel noch gar nicht umgestellt, aber nee. Ich hatte nur die letzte Nachricht hier vom German Service gesehen. Dachte, er hat gerade das Spiel gewechselt. So, ja, auf alle Fälle sehen wir ein Race, das hätte ich vielleicht im Vorfeld mal kurz erwähnen können, zwischen Mockingjay und Haustest. Haustest ist Deutscher, den kennt der ein oder andere Zuschauer wahrscheinlich auch. Ja gut, Mockingjay kennt vielleicht auch einige davon abgesehen, aber ja, Haustest ist ja hier auf dem Kanal auch schon das ein oder andere Mal aktiv gewesen. Darum ging es mir jetzt. Die beiden werden auf Very Easy Run, wenn sich da jetzt irgendwie per Incentive nichts geändert hat, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ich glaube nicht, ne? Steht immer noch Very Easy drin. Okay, nee, dann bleibt es wohl auch dabei. Gut, ja, Metal Gear Solid 2, ja, wie der Name schon vermuten lässt, der zweite Teil der Metal Gear Solid-Reihe. Ganz wichtig, nicht der Metal Gear-Reihe, sondern Metal Gear Solid. Ist ja nochmal eine Unterreihe. Und wir starten mit Solid Snake am Anfang. Den werden wir allerdings nicht allzu lange sehen. Und ja, wir sind jetzt hier auf dem Tanklaster und müssen im Grunde nur an einen PC ran. Mehr ist es quasi nicht. Also das ist so das Grundlegende hier. Wir werden so ein paar Wachen, tranquilizen, betäuben so. Ja, und werden dann, ja stimmt, wir werden hier auch schon den Stairglide sehen. Das ist halt so ein kleiner, ja, Trick in Anführungsstrichen, mit dem wir ein bisschen schneller die Treppen hoch oder runter kommen und kämpfen in Anführungsstrichen. Wir bahnen uns den Weg dann in die Haupthalle dieses Lasters, dieses Tankers meine ich, Entschuldigung, und ja, gehen dann an PC ran. Und das war's in dieser Sequenz im Grunde auch schon. Ein paar Codec-Gespräche, die immer wieder mal dazwischen kommen. Im Moment hat Haustest auch einen ganz, ganz kleinen Vorsprung. Ich meine, hat jetzt überhaupt noch nichts zu sagen, aber... Das macht die Sonnenbrille. Das macht die Sonnenbrille, genau. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie wirklich beide auf die tausendstel Sekunde gleichzeitig angefangen haben. Kann auch sein, dass Mockingjay ein ganz kleines bisschen später gestartet hat. Im Endeffekt werden wir es sehen, wenn nachher Time ist. Ja. So, hier haben wir die First-Person-Perspektive, die wir in dem Spiel auch einnehmen können, die gerade fürs Zielen gut geeignet ist. Und ja, haben hier einen Kampf absolviert, um dann halt ja, hier weiterzukommen. Genau. Das müsste Olga gewesen sein jetzt, ne? Also bei Namen, da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Ich habe auch Metal Gear Solid 2 nur die Tanker-Sequenz hier gespielt. Da hat damals, also auf der Xbox 360 war das noch, da hat damals mein Laufwerk endgültigen Geist aufgegeben. Deswegen konnte ich das Spiel niemals weiterspielen. Und seitdem bin ich irgendwie nie dazu gekommen, das mal nochmal anzugehen. Aber ja. So, jetzt rennen wir wieder zurück. Werden uns jetzt in Richtung Deck E müsste es sein, begeben. Und, Deck B. Deck B sind wir jetzt immer noch, okay. Oder schon wieder, sagen wir es mal so. Und, jetzt wollen wir ganz kurz gucken. Ich habe hier halt auch nochmal Notes offen. Ja, Deck A, okay, dann weiß ich jetzt ganz genau, wo wir sind. So, jetzt ein Stairglide nach unten. Wir werden es jetzt an die Reling da, an das Geländer gleich hängen. Das ist auch eine neue Mechanik in Metal Gear Solid 2, die gab es in Teil 1 noch nicht. Die gab es aber später dann bei Twin Snakes. Das ist ja quasi ein Remake von Teil 1. Und da wurden so ein paar Mechaniken aus Metal Gear Solid 2 mit übernommen. Und dadurch hat sich halt ein komplett anderes Gameplay teilweise ergeben. Mhm. So, und jetzt begeben wir uns, wir sind glaube ich schon im Engine Room. Ja, sie sind schon im Engine Room. Genau.
So, und im Endeffekt werden wir uns jetzt einfach nur zu den Holds begeben. Das ist so, dass das quasi finale Gebiet jetzt hier. Und ich gucke auch gerade, Haustest hat seinen Vorsprung jetzt ein bisschen ausgebaut, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. Also Haustest ist jetzt so, keine Ahnung, 2 Sekunden vorne. Ist jetzt natürlich immer noch nicht, weiß ich wie viel, aber man merkt schon, dass sein Movement wahrscheinlich dann ein bisschen besser ist. Ich denke mal, daran wird es jetzt gelegen haben, dass er da halt das Movement ein bisschen besser gemacht hat. Oder vielleicht in dem Kampf gegen Olga hat er vielleicht sich ein kleines bisschen besser angestellt, ein bisschen besser geziert zum Beispiel. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich denke mal, daran wird es gelegen. Also ich habe bei Mockingjay, ich achte mehr auf sie, auch bis jetzt aber auch keine Hänge oder sonst was gesehen. Von daher denke ich einfach, dass es auch effektives Movement war. Ja, also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, aber so hundertprozentig sicher sein kann ich mir da jetzt im Moment nicht, woran es genau gelegen hat. Das sind, wie gesagt, immer so eine Kleinigkeiten. So, ich habe übrigens, kann ich auch gleich an der Stelle mal sagen, ich habe einen Guide auf, der halt die European Extreme Route abdeckt, die sich natürlich noch so ein bisschen unterscheidet, also kann sein, dass ich da immer mal so ein bisschen quasi noch abweiche dann, oder das, was die da machen, noch ein bisschen davon abweicht, so, jetzt habe ich es. Jetzt ist Mockingjay vorne. Oh, okay, cool. So, und hier sind wir jetzt in den Holds. Man sieht schon eine ganze Menge, in Anführungsstrichen Gegner da stehen. Da dürfen wir uns natürlich auch nicht sehen lassen, aber da vorbeizukommen ist jetzt nicht, weiß ich, wie schwer. Ja, die sind ist sehr gut durch die Gegner jetzt gerade durchgekommen. Genau. So. Und hier müssen wir jetzt Fotos machen. Also wir sind, das hätte ich vielleicht im Vorfeld schon mal sagen sollen. Das war bei Haustest jetzt. Ich habe jetzt auf Mocking Game Over. Okay. Er ist anscheinend entdeckt worden. Ach so, ah, okay. Wie gesagt, ich hatte jetzt eine schöne Bowling-Partie von Haustest gerade. Deswegen musste ich gerade so lachen. Ich hatte jetzt eben auf Mockingjay geachtet und habe nur gesehen, dass das Haustest da plötzlich neben Overscreen hatte. Nee, wir sind im Grunde als Spion jetzt hier gerade auf dem Tanker unterwegs und müssen hier halt in dem Fall zum Beispiel Fotos machen. Und dann gehen wir hier am PC ran und damit ist quasi die Sequenz abgeschlossen. Und das war es dann leider auch mit Solid Snake. Oder Hilfe, Stimme. Und wir spielen ab jetzt einen anderen Charakter. Weißt du, wer das ist? Nein. Ich sehe blonde Haare. Ja, ja, Raiden. Wer Metal Gear Solid, Vengeance war das, glaube ich, ne? Ja, das war Vengeance. Genau. Wer das gespielt hat, der kennt Raiden, wobei Raiden da halt deutlich cooler ist. Ja, haben sich die Leute da mal ziemlich geärgert drüber. Erstmal Devo, Herzchen. So, muss sein, Entschuldigung. Nee, hier haben sich die Leute damals so ein bisschen drüber geärgert, weil im Trailer die ganze Zeit immer Solid Snake gezeigt wurde. Und ja, im Endeffekt hat man gar nicht mit Snake gespielt. Also einen Großteil des Spiels zumindest nicht, sondern halt mit Raiden. Oder Metal Gear Rising, genau, das Rising hatte ich vergessen zu erwähnen. Revengeance sogar, okay. Ich kenn's nur unter Vengeance, sorry. Achso, ja. Also die ganzen Hardcore-Fans, bitte mich nicht hauen. Doch, haut ihn. Alles klar, sieht dann, schlaf mal gut. Achso, in 4 kam er auch schon vor, okay. Ja gut, das kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil 4 habe ich selbst auch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass 4 aus einer ganzen Menge Cutscenes bestand. Wie viele also viel zu viele. Bitte?
Wie viele davon kann man im Speedrun skippen? Gar keine. Doch, ich glaube, beim zweiten Mal durchspielen konnte man die skippen, ne? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also New Game 13 Stunden, New Game Plus 15 Minuten. Okay. Das ist so ungefähr, ja. Ja, Metal Gear Solid 4 war Metal Gear Cutscenes, genau. Aber ich habe komischerweise auch, abgesehen von Metal Gear Solid 1 und den alten Metal Gear Spielen, habe ich irgendwie auch nie was von der Serie gespielt. Obwohl ich die eigentlich ziemlich cool finde. Aber naja. Ich habe Metal Gear Solid 3 gespielt. Mhm. Das habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen damals, deswegen habe ich das gespielt. Ich meine, ich kann mich daran an fast nichts mehr erinnern, ja. Na, okay. Weil das ist dann doch schon ein bisschen her. Hm, genau. Ja, aber, oh, Entschuldigung. Aber vielleicht kommen wir nachher, also je nachdem, wann jetzt Metal Gear Solid 3 kommt, kommen wir vielleicht so ein paar Erinnerungen nachher wieder zurück. Weil das werden wir. Ja, momentan in circa 5 Stunden. Ja, genau. Also, ja, aber wir wissen es halt im Moment selber nicht so genau, wann Metal Gear Solid 3 jetzt kommen wird. So, auf alle Fälle, ja, um mal kurz zum Run zurückzukommen. Wir spielen jetzt halt als Raiden und Raidens schnellste Fortbewegungsart, das sieht man auf der linken Seite bei Mockingjay gerade ganz gut. Raidens schnellste Fortbewegungsart ist halt dieser Ratschlag, den wir halt gerade so auf geraden Strecken benutzen. Das klang irgendwie sehr komisch, aber ist deutsch. Also vom Deutschen her schon korrekt gewesen, grammatikalisch korrekt gewesen. So. Genau. Ansonsten, im Endeffekt müssen wir nur von Gebiet zu Gebiet jetzt im Moment rennen. Haben so ein paar Codec-Gespräche, haben ein paar Cutscenes und dergleichen. Und natürlich zwischendurch immer mal Bosskämpfe. So, wir sind jetzt zum Beispiel in der Dining Hall. Also, Haustest zumindest. Ich habe jetzt bei Mockingjay gerade gar keinen Überblick. Und dann geht's jetzt in die Big Shell. Also ins Bomb Deposal. In den Bomb Deposal Abschnitt. So. Und hier werden wir jetzt auch wieder durch verschiedene Räume durchrennen, also die Dining Hall, über die Brücke rüber, in den Transferraum und so weiter. Unser Ziel ist im Grunde jetzt was könnte ich jetzt hier als Ziel angeben? Deep Sea Dog wäre so das nächste größere Ziel, wo wir hin müssen, weil wir da auch einen Bosskampf haben, aber auf dem Weg dahin haben wir noch ein bisschen Weg vor uns. Genau. Ja, aber kurze Frage auch mal an Chat, weil hier sind ja jetzt einige Leute, die sich doch ein bisschen mit der Metal Gear Solid Reihe auskennen. Oder mit der Metal Gear Reihe allgemein. Was ist denn so euer persönlicher Liebling? Funfact zu Haustests Namen. Es gibt einen Trainer, mit welchem man Insta resetten und andere tolle Sachen machen kann. Dann kann man auch seinen Namen im Spiel ändern. Achso, hat er seinen Namen geändert im Spiel? Als ja, dann ist mir das bisher entgangen. Okay. Ja, kann tatsächlich sein. Aber ist mir bisher nicht aufgefallen. Ist dann aber im Endeffekt ja auch nur so eine kleine Spielerei. Das macht ja Run jetzt keinen Unterschied. Und ich weiß auch gar nicht, ich denke mal, aber da wird auf dem Leaderboard auch niemand was dagegen haben, wenn man das so macht. Das Gameplay, bei dem man mit Raiden Dinge und Leute zersäbelt. Achso, ne, dann wird das Metal Gear Rising sein, ne? Was Möb meinte. Gameplay 5, Story 3. Ich würde sagen, Gameplay 5 Story lang. Oder kompliziert oder irgendwie sowas in der Art. Also generell die Story bei den Metal Gear Spielen ist ja immer sehr kompliziert und sehr politisch und da einen Überblick generell zu behalten, ist halt verdammt schwierig. Nennen wir es schwierig.
Und Baba, du, sowas muss nicht sein. Das ist unhöflich. So, achso, übrigens, ja, man hat es bei Haustest gerade gesehen. Der Karton ist auch wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ist der Karton hier auch kugelsicher in dem Teil? Also das kann Mario vielleicht beantworten, die ist ja auch im Chat gerade. Ich weiß nur, bei Teil 3 zum Beispiel nutzt man den Karton ja auch sehr intensiv, um halt Beschuss auszuweichen. Oder Feuer zu löschen, aber da kommen wir dann gegebenenfalls später noch zu. Aber ich weiß gar nicht, ob der hier auch kugelsicher ist. Ich finde den Karton einfach klasse. Ja, ja, der ist hat so viel, cool. Der hat so viel Meme-Potential. Eben. Metal Gear Solid 3 hatte einfach die schönste Story und das beste Ende. Ja, doch. Also rein optisch gefällt mir Metal Gear Solid 3 tatsächlich auch am besten. Was? Laut aktuellem Schedule um 1.32 Uhr Shadow of the Colossus? Okay, dann wird es hiernach wahrscheinlich doch nicht Metal Gear Solid 3 geben. Ja, das wäre ja jetzt nach diesem Run. Ja. Okay. Ja gut, müssen wir uns überraschen lassen. Also im Moment sehen wir da jetzt selber nicht so ganz durch, ob nun Metal Gear Solid 3 noch kommt und wann es kommt. Wir wissen halt nicht, wie es gesundheitlich bei Apache gerade aussieht. Wie gesagt, müssen wir uns überraschen lassen. Ja, aber danke für die Info, Riesel, auf alle Fälle. So, ich habe jetzt übrigens einen Überblick verloren, wer gerade vorne ist. Ich glaube, Mockingjay ist immer noch vorne, ne? Also bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ich komme von dem Routing nicht so ganz mit gerade. Ah, okay. Ja, das ist hier sowieso ein bisschen schwierig, zumal ich das Commentary auch relativ spontan auch übernommen habe, deswegen hier das auch nicht so ganz im Blick habe. Wir wollten es halt nur nicht unkommentiert jetzt lassen. Aber Moment, Dining Hall, da kann ich mich mal ein bisschen orientieren noch an den Notes. Wo haben wir es jetzt? Ich finde es jetzt nicht mal auf die Schnelle. Egal. Ich habe jetzt tatsächlich auch nur noch so eine Liste mit den einzelnen Räumen. Strutsy Dining Hall war das, ne? Eben. Dann habe ich jetzt hoffentlich wieder den Überblick. Also bei Haustest zumindest. Ich weiß auch nicht genau, auf wen ich jetzt am ehesten achte. Ich glaube, ich achte mal auf Haustest, damit ich da nicht immer hin und her springen muss und dann Überblick verliere. Bleib ich ein bisschen bei Mockingjay und wenn okay. Da was passiert, was ich nicht verstehe, frage ich dich. Okay, alles klar. Ich kann mal so ein bisschen... wir müssen die Bomben gerade vereisen. Okay, dann weiß ich jetzt ungefähr, wo wir sind. Wir müssen im Grunde auf dem ganzen Tanker hier jetzt Bomben finden und die müssen wir eineisen, damit sie halt nicht explodieren. Das ist so unsere aktuelle Aufgabe. Ja, ich kann mal so ein bisschen zu den generellen Spielmechaniken was sagen. Wir sehen oben rechts eine Karte. Na gut, bei Mockingjay sehen wir sie jetzt gerade nicht, weil der Alarm ausgelöst wurde. Aber normalerweise sieht man oben rechts eine Karte. Und auf dieser Karte sieht man zumindest auf den meisten Schwierigkeitsgraden immer den Sichtbereich der Wachen. Und aus diesem Sichtbereich sollten wir natürlich normalerweise rausbleiben, weil die Wachen uns sonst sehen. Und die Wachen haben im Endeffekt mehrere Alarmphasen. Einmal sind sie halt komplett unalarmiert, dann gehen sie ihre Routen ganz normal ab oder bleiben halt irgendwo stehen, je nachdem, was das für eine Wache ist. Die meisten haben aber ihre festen Routen, denen sie dann folgen. Dann können die nicht alarmiert sein, aber können die verdächtigen Sachen nachgehen. Das ist so diese gelbe Phase. Also wenn auch dieser Sichtbereich dann gelb eingefärbt ist. Und da sind die auf irgendwas aufmerksam geworden. Also weiß ich, man hat gegen eine Wand geklopft und das haben sie gehört. Oder die haben Fußspuren im Schnee gesehen. Oder na gut, hier jetzt nicht unbedingt im Schnee, aber generell Fußspuren gesehen oder Fußtrampeln gehört. Solche Sachen halt. Und dann gehen sie halt oder versuchen sie die Quelle zu finden und quasi zu gucken, ob da irgendwas ist, das deren Aufmerksamkeit bedarf.
Und nach einer gewissen Zeit kommen die halt wieder in ihre normale, in ihre grüne Phase rein und ja, folgen dann halt wieder ihren gewohnten Routen. Und dann gibt es zum Schluss noch die rote Phase. Das ist halt die Alarmphase. In der Phase versuchen sie uns dann aktiv zu verfolgen und die Karte oben rechts ist auch ausgeblendet. Das hatten wir halt bei Mockingjay vorhin auch ganz gut gesehen. Werden wir sicherlich auch bei Haustest nochmal sehen zwischendurch. Und ja, in dieser Phase, wenn sie da halt eine Weile nichts mehr von uns mitkriegen, geht da halt auch der Counter wieder runter und dann sind sie irgendwann auch wieder in der grünen Phase. Also dann haben sie die Verfolgung quasi aufgegeben und sind auf ihre Standardrouten wieder zurück. Beziehungsweise, ich habe es nicht ganz richtig erklärt. Es gibt einmal die rote Phase, man hat es bei Haustest gerade gut gesehen, also da wissen sie schon, dass da irgendwas ist. Und nach einer Weile geht es dann erst in diesen richtigen Alarmstatus, wo dann halt auch die Karte ja ausgeblendet wird. Im Schedule steht das Metal Gear Solid 3 um 22.36 Uhr kommt. Morgen Abend, oder? Oder nein, er meint gerade auf unserem. Ach so, ja, nee, das haben wir nur da unten eingetragen, weil wir halt nicht wissen, wann und ob es kommt. Und deswegen haben wir es erstmal hinter das Finale geschoben, damit wir es zumindest noch im Schedule haben und dann später einfach an die richtige Stelle kopieren können. Ach so, und Haustest hat eine andere Route genommen sogar. Ja, okay. Und genau dieses Fußspuren, genau das meinte ich. Und momentan steht Shadow of the Colossus mit drin im ESA. Okay. Schedule. Als nächster Run dann auch direkt, ne? Ja. Okay. Ja gut, dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Was hat das für eine Estimate? Das hat eine Estimate von... Warte. Ich hab's gerade noch offen. Estimate wäre bis... 6.42 Uhr. Oh, wow. Nee, Quatsch, bis 3.22 Uhr. Ach so, okay, ich wollte gerade sagen, aber auch über eine Stunde Estimate dann, ne? Ja. Okay, ich meine, Falki war ja eben da, falls sie noch da ist. Ich weiß ja, dass sie das kommentieren kann, also rein vom Wissen her, meine ich. Ja, wir hatten ja auch schon mal Shadow of the Colossus auf diesem Ding und das haben Falki und Exo kommentiert. Mhm, genau. Also falls Falki dann noch da ist und Zeit und spontan Lust hat darauf, kann sie es gerne kommentieren. Ansonsten machen wir im Zweifelsfall da irgendwie Community Talk oder so. Ja. Müssen wir halt einfach mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Okay, und Metal Gear Solid 3 ist im Moment dann komplett raus. Schade eigentlich, weil das wäre ein schöner Run geworden. Das wäre ja Blindfolded Boss Fights gewesen, also wo alle Bosskämpfe dann mit verbundenen Augen gemacht werden und halt diese Virtual Mission halt auch blindfolded. Ist so ein kleiner, ja, ich sag mal, 6 Minuten Bonus wäre das gewesen. Ja. Also an Metal Gear Solid 1 habe ich sehr schöne Erinnerungen und an Twin Snakes auch. Also quasi das Remake. Ich habe ja nur Metal Gear Solid 3 gespielt und die schönste Erinnerung dran ist tatsächlich, hat weniger mit dem Spiel zu tun, als damit, dass ich es damals eben mit meinem Bruder gespielt habe. Ah, okay. Warte mal ganz kurz, wir sind jetzt nämlich beim Bosskampf, da kann ich mal kurz, den kann ich mal zumindest kurz erwähnen, das ist der Bosskampf gegen Fatman gerade gewesen. Also beide sind jetzt in diesem Boss, nicht gewesen. Ne? Beide sind jetzt gerade in diesem Bosskampf, aber Haustest hat ihn ein bisschen früher beendet. Ja. Ja, also Haustest ist jetzt haben wir wieder einen guten Vergleich gerade, also quasi gleichzeitig den Boss gemacht haben. Haustest hat jetzt so, weiß ich, was war das, 5 Sekunden Vorsprung oder so, würde ich mal sagen. Ja. Genau. Beziehungsweise es sind jetzt 10 Sekunden. Ah, okay. Weil Mockingjay hat noch ein bisschen gebraucht, bis er jetzt zu der Ladesequenz kam. Okay. Ich hatte nur gesehen, wie sie beide halt die Leiche oder den Körper von Fatman da weggezogen haben und da waren es ungefähr 5 Sekunden Unterschied an der Stelle. Weil Fun Fact, in sehr vielen alten Spielen
wurden die Ladesequenzen hinter solchen Sprachsequenzen versteckt. Hm, genau. Wenn neue Dinge vorgeladen wurden. Richtig, entweder sowas oder, weiß ich, dass man dann zwischendurch mal so einen längeren Korridor hatte, der dann auch sehr verwinkelt war, sodass man eine Weile gebraucht hat, um da durchzukommen. Ja. Und da wurden dann halt auch die nächsten Bereiche geladen. Sieht man sehr gut bei Metroid Prime zum Beispiel. Da gab es ja auch immer wieder zwischendurch so eine S-förmigen Räume. Und die dienten einfach nur dazu, dass der Raum dahinter halt... oder die Bullet Tubes. Bitte? Oder die Bullet Tubes in manchen Spielen. Ja, oder so. Durch irgendwelche Bildschirme durchgetubt wurdest. Genau. So, wir sind jetzt, oder wir begeben uns in Richtung Amos. Amos war, glaube ich, eine Person, ne? Okay, das könnte jetzt peinlich werden, weil, wie gesagt, das weiß ich halt nicht so genau. Generell, ich hab ja sowieso immer Probleme mit Namen, so ein bisschen. Wir sind jetzt auf jeden Fall unterwegs im Computerraum. Genau. Okay, da hat er gerade irgendwas zurückgeschmissen? Ich hatte es jetzt gerade nicht gesehen, weil ich im Chat gerade gesehen habe, weil da so viel rot markiert ist gerade. Okay, aber Falki wird das kommentieren. Sehr schön. Ja. Genau. Anscheinend jetzt. Ja. Snake TTV. Was? Achso, ja. Und so wie es im Moment zumindest aussieht, wurde Metal Gear Solid 3 leider aus dem Schedule rausgenommen, weil der Runner Apache sich gesundheitlich nicht gut fühlt. Und es kann natürlich sein, dass es dann irgendwann zum Ende des Events doch nochmal reinpacken. Wir wissen es im Moment selber nicht so hundertprozentig. Und warum funktioniert das VR-Comment gerade nicht? Achso, jetzt funktioniert es. Der German Sport braucht das ein bisschen. Ja, ich sehe es gerade schon wieder. Ja, wir finden es auch schade. Eben. Weil es halt durch das Blindfolded-Bosses ein sehr interessanter Run gewesen wäre. Ja. Und vor allem, es tut mir auch leid für die ganzen Leute, die für das Incentive an dem Punkt gespendet haben. Stimmt. Kommt auch noch dazu. Aber mal schauen. Vielleicht wird er im Endeffekt auch nur die Virtual Mission zeigen. Das ist ja nur so, ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, 6 Minuten, beziehungsweise ich glaube, jetzt im November oder so hatte UPSG auch ein Event, da hatte er es gezeigt und da waren es, glaube ich, 5 Minuten 43 oder so, die er dafür gebraucht hat. Gebe ich dir definitiv recht, die Gesundheit geht vor. Ja, das auf alle Fälle, genau. Also ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, sowas passiert halt einfach. Das liegt jenseits der Kontrolle der Veranstalter. Ja. Und damit muss man dann einfach leben. So, Haustest ist jetzt auch mal wieder auf der Connection Bridge. Wir werden uns jetzt in die Shell, also Shell One Core, begeben. Wenn ich jetzt zumindest laut den Notes richtig liege. Ah nee, wir sind jetzt erstmal Warehouse. Ah ja, okay. Nee, dann sind wir gerade aus der Shell One Core gekommen. So, sind jetzt im Warenhaus. Unser nächstes großes Ziel, jetzt muss ich mal kurz gucken, wäre der nächste Bosskampf, der jetzt auch ein paar Räume später kommen wird, nämlich der Harrier. Kannst du dich noch an den Hubschrauberkampf erinnern in Metal Gear Solid 1, der so ein bisschen ekelhaft war? Ich habe nur 3 gespielt. Ja, stimmt. Wollte ich gerade selber sagen. Mir ist selber gerade eingefallen, du hast ja nur 3 gespielt. Aber der Hubschrauberkampf, das ist so einer der ekelhaftesten Kämpfe in Metal Gear Solid 1 gewesen, zumindest im Speedrun. Der Harrier-Kampf hier ist auch nicht viel besser. Ganz im Gegenteil. Das Problem haben aber auch die meisten Spiele mit so einer recht statischen Kamera, sage ich mal. Mhm. Dass fliegende Gegner immer schlimm waren. Ja, wobei hier hat man ja auch noch die First-Person-Kamera. So ist stimmt, ja nicht. Du kannst ja hier schon reinzoomen, du kannst ja hier schon zielen. Genau, hatte man, Entschuldigung, hatte man mit bestimmten Waffen auch in Metal Gear Solid 1 schon, also der Stinger zum Beispiel, also der Stinger-Raketenwerfer, mit dem hatte man auch so eine First-Person-Sicht. Schießt, ach nee, ich
Dachkran erschießt Möwen ab. Das war aber an einer anderen Stelle mit dem Möwen. Ne, er schießt jetzt Kameras ab. Ja, ja, ich hab's gerade gesehen. Also mit R meine ich jetzt Haustest. Ne? Wenn ich sie sage, meine ich Mockingjay, obviously. Immer wenn ich R sage, meine ich dann Haustest. Und ich gucke eigentlich auch in erster Linie auf Haustest jetzt, auf Side Run. Mhm. Heute wieder Late Night? Nee, eigentlich nicht wirklich Late Night. Ich hätte halt Metal Gear Solid 3 und dann Metal Gear Solid 2 kommentiert. Teil 3 ist ja weggefallen, aber ja, dann ist es jetzt Metal Gear Solid 2 und danach ist also erstmal wieder Feierabend. 11 Sekunden ist Haustest jetzt vorne. Ah, okay. Ja, aber das hat noch nichts zu sagen. So, und da haben wir jetzt den Harrier-Bosskampf. Also zumindest, ja gut, bei beiden. Genau. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob Haustest auch noch im Kampf ist oder ob er den schon geschafft hat. Und machen wir logischerweise auch mit dem Raketenwerfer, müsste auch der Stinger hier in dem Spiel gewesen sein, ne? Ja. Ja, genau, Sensoren waren das. Das waren keine Kameras, sondern Sensoren. Ich erinnere mich. Genau, wenn man halt den Cypher oder die Bomben getroffen hätte, dann wäre halt die Brücke hochgegangen. Dann wären wir da erstmal nicht weitergekommen. Ja, aber die Raketen sind glücklicherweise mehr oder weniger zielsuchend. Ich glaube, bis zum bestimmten Grad zumindest zielsuchend nur. Ja, wir müssen im Grunde den Harrier mal anvisieren, schießen und dann hoffen, dass die Rakete auch einschlägt. Okay, jetzt ist Mockingjay aber doch wieder ganz kleines bisschen vorne. Aber wirklich nahezu gleich auf beide jetzt gerade. Hauptdünn. Mhm. Also es ist wirklich, keine Ahnung, ein Bruchteil einer Sekunde aktuell. So muss doch ein Race sein. So, jetzt hangeln wir uns hier lang. Wir hatten bisher, glaube ich, immer nur gesehen, dass wir uns zwar irgendwo festhalten können, aber dann sind wir immer gleich weiter runtergefallen. Hier sehen wir mal wirklich diese Hangel-Animation und die ist dann auch bei Twin Snakes mit reingekommen, sodass man die quasi für Teil 1 auch nutzen konnte. Genau wie die First-Person-Sicht. Oder, weiß ich, in Schränken verstecken zum Beispiel. Was halt an der Spielmechanik auch einiges geändert hat im Vergleich zu Teil 1, auch wenn das Design, das Level-Design eigentlich so quasi dasselbe gewesen ist. Achso, Mockingjay hat einen besseren Harrier. Sie hat den 5 plus 1 gehittet. Ah, okay. Ich weiß, dass ich das mal, ich glaube, Mario hatte das dann mal selber gezeigt. Und da bin ich als Kommentator mit dabei gewesen. Und da kann ich mich halt jetzt auch noch an so ein paar Sachen erinnern. Passt also Vorteile. Genau. Ja, aber das ist jetzt wirklich hauchdünn, was da vorne ist. Genau, weil Mockingjay sich jetzt ein ganz kleines bisschen abgesetzt hat. Wieder. Ja, aber gut, haben wir schon ein paar Mal gehabt, so einen Führungswechsel? Genau, 5 Sekunden ungefähr. Wie viele Jahre ich damals gebraucht habe, um das durchzuspielen. Oh ja. Es gibt eigentlich bei so ziemlich jedem Speedrun-Event immer 1-2 Spiele, bei denen man sowas in der Art sagen kann. Mindestens. Mindestens, genau. Wobei ich sagen muss, ich habe damals die Spiele immer recht schnell durchgehabt. Mhm. Ich habe mit den neueren Spielen oder vielleicht auch wegen dem Spieleangebot heutzutage Probleme, Spiele wirklich abzuschließen. Ah, okay. Also ich fange so viele Spiele und Projekte an und... Ja, das geht mir zum Glück nicht so. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich nehme mir ein Spiel und dann kann ich da auch mal so 1-2 Monate komplett dran sitzen, ohne irgendwas anderes zu spielen. Und dann, ja, dann habe ich es aber auch quasi zu 100% durch. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen tauchen und oben links sehen wir auch eine Luftanzeige. Ich habe übrigens auch die Energieanzeige gar nicht erwähnt bisher, aber sollte eigentlich offensichtlich sein. Und die grüne Leiste oben links ist die Energie und eben haben wir halt die blaue Anzeige noch gesehen, das ist unsere Luft. Wenn die ausgeht, verlieren wir Energie und wenn Energie weg ist, ist halt Game Over. Weil wir spielen halt auch Very Easy, da sollte ein Game Over jetzt nicht vorkommen. Also das würde mich zumindest sehr stark wundern. Ah, Hautest hat den Live-Balken in ESA 2022 umbenannt. Ach so, ja, ich sehe es gerade. Cool.
Das ist mir auch noch nicht aufgefallen bisher. Ist mir gerade aufgefallen, als du jetzt von dem Live-Balken geredet hast. Ach so, ja. Ja. Ach so, ja, und um das Layout, um die Erklärung vom Layout nochmal abzuschließen. Unten rechts haben wir unsere Waffen, die können wir per Knopfdruck, also per, ich glaube R1 war es, können wir die immer abwählen und wieder anwählen. Und wenn wir R2 gedrückt halten, können wir halt zwischen den verschiedenen Waffen hin und her wechseln. Ja, das dachte ich mir dann auch schon, Mario. Danke. Achso, ja, ja, genau. Also die Vermutung hatte ich jetzt auch, dass das mit dem Trainer dann zusammenhängt. Genau, weil Mario hat halt das vorhin schon erwähnt, dass der Trainer mit den Namen was machen kann. Genau, genau. Und dasselbe Prinzip wie mit den Waffen, also dass wir die halt an- und abwählen, beziehungsweise halt auswählen können. Dasselbe Prinzip haben wir mit der L1 und L2-Taste mit den Gegenständen dann. Da können wir halt verschiedene Items auswählen, wenn wir L2 in dem Fall dann gedrückt halten. Und mit L1 können wir die Gegenstände halt quasi an- und abwählen. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Teil hier auch Zigaretten gibt. Die sind ja bei Teil 1 zum Beispiel auch schon dabei gewesen. Oder, weiß ich, in Teil 3 ist es dann eine Zigarre, die wir sogar an einer Stelle mal, also mindestens an einer Stelle mal benutzen werden. Ich weiß nicht, ob es sowas hier auch gibt, aber die sollte man dann natürlich entsprechend auch nicht immer angewählt haben, weil die langsam unsere Energie abziehen. Genau, R2. Achso, nee, dann habe ich einfach die beiden Buttons verwechselt, ne? Oder nee, nicht verwechselt, aber R2 tabben, damit konnte man an- und abwählen. Und R2 gedrückt halten war halt auswählen. 2001 ist so lange her. Och, naja, sind doch auch nur 21 Jahre. Wie ging der GTA-Run eigentlich aus? Das kann ich dir leider nicht sagen ohne Gewinn. Welcher? Ja, stimmt, erstmal welcher. Da sind ja noch ein paar mehr gewesen, aber ich habe keinen. Also ich habe ein bisschen was von den einzelnen Runs gesehen, aber ich habe keine. Ich habe zwei davon mitkommentiert, von deswegen. Ach so, ja, stimmt. Dann eventuell beantworten. Der San Andreas oder der Vice City Run? Oder der normale GTA 3 Run, weil den kann ich dir nicht sagen. Ach, und R1 war First Person und L1 war Autolock-On. Okay, alles klar. Ich habe halt die Steuerung von dem Teil auch nicht wirklich im Kopf. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt auch die Steuerung von Metal Gear Solid 1 nicht mehr aus dem Kopf aufsagen, aber weil das halt auch schon eine kleine Weile her ist. Bei GTA 4 kommt er erst in 5 Stunden. Genau. Und war das? Nee, warte mal. War das wirklich GTA 4 oder war das Ballad? Nee, du meinst The Ballad of Gay Tony, ne? Ja, yeah, Ballad of Gay Tony. Genau. Das von Tiger und Richards kommentiert wird. Genau. Da kommentieren die beiden Brüder. Ja, nee, aber ohne Gewinde, falls du spezielle, der muss halt einfach mal reinschreiben, welche spezielle GTA du meintest, dann kann Wikinger da eventuell mehr zu sagen. So, ja, wir sind wieder am Tauchen gewesen bis eben. Achso, ja, stimmt, wir hatten ja keine Ahnung mehr, wie sie hieß, aber wir hatten sie ja da gerade auf dem Rücken, mussten mit ihr zusammen da durchtauchen. Aber Haustest ist wieder vorne, ne? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Sogar wieder ein paar Sekunden. Also gab es einen Führungswechsel auf alle Fälle. Ja. Da haben wir jetzt auch dasselbe Codec-Gespräch auf der linken Seite. Genau, ja. Ich bin gerade um 10 gewesen, jetzt bin ich wieder raus. Ach so, ja gut. Ja, aber ich glaube auch so ungefähr 10 Sekunden. Also vorher war Mockingjay irgendwie 10 Sekunden vorne, so grob, wie mein Daumen. Jetzt ist Haustest 10 Sekunden vorne, also hat Haustest irgendwie 20 Sekunden gut gemacht. 8 Sekunden ist er vorne, ja. Ah, okay. Also 12 Sekunden gut gemacht. Mhm. Übrigens, oben links sieht man jetzt auch gerade Emma hieß sie. Oben links sieht man jetzt auch gerade, dass Emma halt auch ihre eigene HP und ihre eigene, in dem Fall, Luftanzeige hat. Und sie kann durchaus auch sterben. Hier unter Wasser würde sie sogar früher sterben als Raiden. Das heißt, unsere eigene Luftanzeige ist im Moment eigentlich ziemlich irrelevant. Weil bevor wir daran sterben, wird Emma sterben und dann ist es eh vorbei.
Achso, der von San Andreas. Der ist beendet worden. Okay. Overestimate, knapp überestimate, aber er ist beendet worden. Hm, okay. Und das ist die Definitive Edition gewesen, von daher war Overestimate vorher eigentlich schon fast klar. Aber das ist eine komische Art, die Functional Edition auszusprechen. Ja, wir haben uns köstlich amüsiert. Also da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen was von mitbekommen. Nicht so viel, aber ein kleines bisschen was. Wie kann man sowas cool finden, was das, was die da tun? Warum nicht? Die Trends sind doch an sich cool. Ist natürlich nicht jedermanns Geschmack. Und wer der Meinung ist, ja, Speedruns sind nichts für mich, ne, dann ist es halt so. Ist ja auch vollkommen okay. Jedem das Seine. Oder bezog sich das jetzt aufs Spiel selber? Also, Metal Gear Solid muss man eigentlich cool finden, würde ich gerade sagen. Muss man natürlich auch nicht cool finden, aber warum nicht? Und Digi bitte nicht beleidigen. Auch wenn das nicht deiner Meinung entspricht, aber nicht ausfallend werden, bitte. So, jetzt haben wir übrigens hier so eine, ja, quasi Escort-Sequenz. Sind ja beide jetzt. Wir alle lieben Escort-Missionen. Ja, das sowieso. Ich habe bewusst auf den Begriff Missionen verzichtet, weil Sequenz klingt dann so, als wenn es wenigstens gleich vorbei ist. Klingt ein bisschen positiver. Nee, das Problem ist halt, dass wir jetzt im Moment auch sehr langsam unterwegs sind und unsere volle Geschwindigkeit natürlich nicht ausnutzen können. Aber du musst dich sicher auch wehren. Genau. Und wir haben da, ich weiß nicht, was genau das für eine Waffe sein soll, aber für mich ist es einfach eine Wasserpistole. So. Orca, das dachte ich auch mal und dann bin ich dazu überredet worden. Mhm. Überredet worden, okay, das ist eigentlich nicht gut. Nee, Speedruns, die sind eigentlich auch gar nicht so kompliziert, wie man immer denken würde. Also die meisten denken mal, ja, Speedrun, da muss ich, weiß ich, viel gut sein oder so. Eigentlich nicht, wenn man selber mit seiner Leistung zufrieden ist, einfach weil man ein Spiel, für das man früher mal, keine Ahnung, 5 Stunden gebraucht hat, wenn man das plötzlich in 4 Stunden durchspielt, selbst wenn der Weltrekord bei unter einer Stunde ist, ist es für einen persönlich immer noch eine gute Leistung. Ja, also das ich ist ja im Grunde schon der Anfang von Speedrun. Ich habe mir bei meinem Speedrun selber jetzt das Ziel gesetzt, wenn ich unter 4 Stunden bin, dann submitte ich ihn. Hm? Ja, Digi, ich verstehe das auch schon. So ist es nicht, aber ist halt, ich weiß jetzt auch nicht, ob er es halt auf das Spiel bezogen hat oder auf Speedruns allgemein. Ne, aber es gibt halt immer so eine Leute, die dann reinkommen und die wollen halt teilweise einfach nur provozieren oder Aufmerksamkeit. Oder ein bisschen ärgern, ja. Ne? Das Beste, was man da machen kann, ist halt einfach ignorieren. Abnicken und Gutes. Genau. Bevor dann halt im Chat irgendwelche, weiß ich was, für großen Diskussionen entstehen, wo dann die Mods vielleicht noch eingreifen müssen. Ja. Dann am besten einfach ignorieren. Genau. Ich runne auch nicht selber, außer vielleicht Donut Country. Aber wenn ich Donut Country run würde, dann meine ich damit nicht das Spiel, sondern die Donuts. Ja, aber dann passt du nicht mehr in deinen Kühlschrank. Ja gut, stimmt auch wieder. Obwohl, irgendwann bin ich dann passgenau. Das ist dann genau das richtige Gewicht. Ja, dann passt aber deine Butter nicht mehr rein. Ja, gut. Da haben wir ja jetzt schon Probleme. So, hier müssen wir jetzt diese Fallschirmdinger da abschießen. Ich glaube, Kameras oder sowas oder Sensoren sind das, glaube ich, da dran. Und ich glaube, dass. Also, könnte Mario das ja mal bestätigen oder halt dementieren. Ich glaube, das war die Szene, in der man auch die ganzen Möwen da abschießen kann, oder? Nennen wir sie doch einfach komische Fliegedinger. Genau, die komischen Fliegedinger. Und Hey, I'm Jacked. Vielen Dank für deinen Prime-Sub. Ich musste gerade gucken, wie der Name heißt oder wie der Name ausgesprochen wird.
denke mal, das ist eine Anspielung auf Final Fantasy X, oder? Also an auf den oder an den Jack. Genau, hier könnte man auch die Möwen abschießen und damit einen Codec triggern. Das geht aber auch schon vorher auf der Brücke. Ah, okay. Aber bringt halt spielerisch nichts. Ich weiß nur, dass du das mal gezeigt hattest. Ah, okay, war wirklich Final Fantasy X Anspielung. Sehr schön. Auch ein schönes Spiel. Wenn auch der Speedrun ein bisschen sehr lang ist davon. Ich gucke gerade. Das kenne ich tatsächlich nicht, dass mir eine Stelle zu gruselig geworden ist und die PlayStation ausgemacht habe. Solche Spiele, ja, habe ich meistens mit meinem Bruder gespielt und hätte dann voll eine auf den Hinterkopf gekriegt, wenn ich es versucht hätte. Ich kenne so ein paar Thief-Fan-Missionen. Die gehen auch bei mir schon an die Grenze. Also ich meine, gut, da werden sich die wenigsten jetzt mit auskennen mit den Thief-Fan-Missionen, aber da sind einige richtig heftige dabei. Better Tomorrow beispielsweise. Oder Rose Cottage hat auch ein paar schöne Momente. Das habe ich sogar mal hier gezeigt, Rose Cottage. Bis es dann einen kleinen Bug gab in der Fan-Mission und ich an einer Stelle nicht weiterkam, weil ich eine Tür nicht aufmachen konnte. Silent Hill, ja, aber Silent Hill, das geht immer noch. Dieser psychologische Horror, mit dem komme ich ganz gut klar. Ich hasse Jumpscares, aber weil, ja, die haben eigentlich nichts mit Angst zu tun, sondern einfach nur mit Erschrecken. Bitte? Jumpscare-Spinne. Was? Jumpscare-Spinne? Jumpscare-Spinne, die gab es gestern in dem Run. Ach, Jumpscare-Spinne. Ja. Ah, okay. Nee, aber Jumpscares mag ich halt allgemein nicht. Nee, aber dieses Better Tomorrow, um mal das Beispiel zu nennen, hier passiert im Moment im Run sowieso nichts, deswegen ja, kann ich da kurz reden. Das ist halt sowas, wo man in dem Fall von so einem großen Viech die ganze Zeit verfolgt wird. Und sowas hasse ich wie die Pest. Outlast, ja. Outlast ist ein gutes Horrorspiel. Alien Isolation zum Beispiel auch. Also alles, wo man verfolgt wird, das finde ich eigentlich geil so als Horrorelement. Aber ich selber mag sowas in dem Sinne überhaupt nicht. Ich hab irgendwann mal on-stream so ein Horrorspiel gespielt, das auf mein Mikro reagiert hat. Ah, ja. Ist das bei Alien Isolation nicht auch so? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was das für ein Spiel war. Auf jeden Fall, ich rede mit dem Stream und auf einmal wupp, kommt mir der Gegner voll ins Gesicht gesprungen. So schlimm. Ja. So, hier haben wir übrigens, also wir sind jetzt die ganze Zeit in der Ansicht von dem PSG-1, war es, glaube ich, ne, das Scharfschützengewehr. Und da lag halt wenigstens auch noch ein bisschen Munition daneben. So, dass uns die Munition hier nicht wirklich ausgehen kann. Weiß halt nur im Moment nicht genau, auf was wir schießen müssen. Ich glaube, auf diesen Typen dann, oder? Ja. Genau. 22 Sekunden. Oh, wow. Das ist mittlerweile doch schon ein etwas größerer Unterschied. Zumal wir bei mittlerweile knapp 47 Minuten sind, oder jetzt bei 47 Minuten. Das heißt, ja, bis zum Ende ist es auch gar nicht mehr so viel. Ich kann jetzt nicht wirklich einschätzen, ob Mockingjay das realistisch gesehen noch einholen kann. Ich denke mal schon. Also ich denke mal, ein Fehler von Haustest kann genug Zeit kosten, als dass Mockingjay da halt doch nochmal daherkommt. Ich mag diese Horrorspiele nicht, wo man sich nicht wehren kann. Einzige Ausnahme ist Soma. Die Story ist so deep. Soma wollte ich immer mal spielen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Aber das werde ich dann eventuell irgendwann mal nachholen. Leider habe auch ich so einen kleinen Pile of Shame. So, übrigens, bei Haustest sehen wir auf der linken Seite schon jemanden, ich glaube, so jeder Metal Gear Solid Spieler eigentlich kennt, nämlich Ocelot. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, in dem Teil schon Ocelot mit dem Arm oder mit der Hand von Liquid Snake. Ne? Ich sehe da in der Story immer nicht so ganz durch.
Jejunum, Tengu 1 gibt. Ah ja, stimmt, den Tengu 1 gibt es ja auch noch. Tengu 2, Raze und Solidus sind noch Möglichkeiten zum Aufholen. Ah, okay. Also haben wir noch genügend Möglichkeiten, in denen Mockingjay halt doch nochmal die Führung übernehmen kann. Prinzipiell. Wir werden es sehen. Aber ja, weil Mario ja jetzt so ein paar Leute da aufgezählt hat, also im Endeffekt Bosse aufgezählt hat und wir ja nicht mehr allzu viel Zeit eigentlich haben in dem Run. Ja, da sieht man mal, dass so der letzte Teil jetzt in erster Linie aus Bosskämpfen besteht. Ah, okay, und Ocelot hat Liquid Snakes Arm in dem Teil schon, okay. Wie gesagt, ich war mir da nicht mehr ganz sicher. So, jetzt rennen wir erstmal nackt durch die Gegend. Bisschen Fanservice. Genau, bisschen Fanservice. Blöd nur, dass Rain in dem Fall noch keine Fans hat. Nee, also generell, das ist zumindest immer so mein Eindruck gewesen, dass Raiden direkt nach Metal Gear Solid 2 nicht allzu beliebt gewesen ist. Das kam dann erst mit Rising dann, dass er auch seine Fans bekommen hat. Ja, Five Nights at Freddy's mit den ganzen Jumpscares, das ist so überhaupt nicht meins. Wie gesagt, Jumpscares haben für mich auch nicht wirklich was mit Horror zu tun. Das Bild vom Gänseblümchen zeigen. Wenn das nur schnell genug und mit einem lauten Geräusch ins Bild kommt, erschreckt man sich auch. Mit Horror hat ein Gänseblümchen dann aber auch nichts zu tun. Oh, Mockingjay hat da gerade ein bisschen Probleme. Da war jetzt gerade ein Timeless, ja. Also hat er auch nochmal ein bisschen Zeit verloren. Also langsam musst du sich anhalten. Haben Raid nicht sogar schon ein 1 vor? Nee. Ich muss gerade überlegen, ob ich da doch irgendwie falsch denke, aber nee. Es kann sein, dass du Raiden jetzt mit Grey Fox verwechselst. Raiden wurde schon in Metal Gear Solid 4 cool. Ja, okay, dann vielleicht da schon. Das weiß ich jetzt nicht genau. So, wir treffen Solid Snake mal wieder. Und wir haben wenigstens wieder Kleidung an. Persönlich ist es der beste Metal Gear Solid Teil. Es brauchte etwas, aber die Unbeliebtheit Raidens ist auch etwas gewollt. Ah, okay. Also ich glaube, dass Raiden so unbeliebt ist, kam halt wirklich in erster Linie auch daher, dass die Leute im Vorfeld halt wirklich dachten, dass sie halt mit Solid Snake wieder spielen, weil die Trailer und Teaser damals das ja so angedeutet haben. Mhm. Und dass die Leute dann einfach enttäuscht gewesen sind. Dafür kann Raiden an sich dann ja nichts. Das ist ja dann nicht seine Schuld. Ne, aber ja, es hat sich halt an ihm so ein bisschen entladen. Ja gut, aber ganz ehrlich, das mit Overhype und Ähnlichem, das kannte man damals noch weniger. Heute ja, gut, das stimmt. Da mehr drauf. Mhm. Sensibilisiert, glaube ich, als Spieleentwickler. Ich glaube nicht unbedingt. Also ich sehe oft genug Sachen, die, weiß ich, wie gehypt werden und dann doch enttäuschen. Also ich glaube, so sensibilisiert sind die Spieleentwickler da nicht. Also in der Theorie ja, aber ich glaube, in der Praxis nehmen sie es halt lieber in Kauf, wenn sie damit Produkte verkaufen können. Ja. Ich glaube, das ist so das Problem. So, wir haben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon quasi so ein Bosskampf wird gleich. Also im Moment ist es noch kein Bosskampf bei Haustest. Erstmal nur eine Alarmsequenz. Sowas gibt es leider in den Metal Gear Solid Spielen auch öfter mal. Und fand ich persönlich auch nie wirklich gut, weil ich bin ja generell ein großer Stealth-Games-Fan. Aber ein gutes Stealth-Game hat für mich halt keine so eine Action-Sequenzen, wenn man es nicht möchte. Ich sehe übrigens auch gerade, dass Mission Failed bei Haustest ist ein bisschen abgeändert worden. Jetzt ist es Fish and Mailed. Die Stinger-Variante habe ich noch nie gesehen. Okay. Ist die auch durch den Trainer irgendwie reingebunden worden? Ich weiß es jetzt gerade nicht.
habe Snake nur bei Brawl gespielt und ich wusste nicht, wer das ist. Ja, oh, gut, okay. Bei Mockingjay heißt es aber auch Fish and Mailed. Ach ja, Tatsache. Achso, ist vom Spiel selber. Okay, gut. Das wusste ich ja zum Beispiel gar nicht. Achso, ich glaube, das war doch sogar so eine Sequenz, die bewusst hier mit reingemacht wurde. Also die einfach zur Story mit dazu gehört, ne? Also ich glaube, deswegen stand da auch Fish and Mailed, weil es halt eigentlich nur so ein, ich will nicht sagen Easter Egg ist, aber ja, das ist ein Troll, genau, das ist ein Troll ist. Das ist noch die beste Bezeichnung dafür. Gut, wenn man jetzt überlegt, früher war es ja so, da gab es Credits noch nicht so überragend, ja. Mhm. Da haben sich Spieleentwickler sehr oft im Game mit Easter Eggs verewigt. Oder eben mit solchen Trolls oder ähnlichen Sachen. Mhm. Das ist der Punkt, wo man erfährt, dass man in einer Simulation ist und das alles zusammenbricht. Und okay, das soll einen halt nochmal weiter trollen. Okay. Na gut. Ja, das, was du eben angesprochen hattest, dadurch sind ja im Endeffekt auch die Easter Eggs entstanden, weil die Programmierer damals sich gar nicht selbst verewigen durften in ihren Spielen. Und die haben dann halt irgendwo quasi sich versteckt in dem Spiel oder ihren Namen versteckt. Ja. Und das ist ja so der Anfang von Easter Eggs gewesen damals. So, Fun Fact, jetzt... das gibt es sogar bei Windows 3.1. Easter Egg oder was? Ist so ein Easter Egg, dass du mit einer bestimmten Kombination die Entwickler oder die Programmierer namentlich aufrufen kannst. Ah, okay. Oh, cool. Achso, hat man auf Very Easy sogar unendlich Munition? Ah, okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber wir helfen mit dem Stinger nur nach und lassen Snake die meiste Arbeit machen. Achso, ja, stimmt. Snake ist ja da in dem Kampf auch drin gewesen. Ja, wir haben da ihn im Grunde einfach nur ein bisschen unterstützt. So, ich habe so das Gefühl, dass Mockingjay doch nochmal ein kleines bisschen aufgeholt hat, aber das kann jetzt auch täuschen. Achso, ach, Snake hat. Ja, ja, klar. Ich lese es gerade, macht Snake viel Schaden und hat auch Infinite Ammo. Ich bin jetzt gedanklich dabei gewesen, dass wir Snake sind, aber nee, wir sind Raiden. Im Moment, ja, wir haben ein bisschen Story und Cutscenes und dergleichen. So, und da kämpfen wir gegen Solidus. Solidus war doch in dem Teil, glaube ich, schon der letzte Boss, ne? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Moment, ich kann noch mal kurz nachgucken. Ja, genau. Solidus ist der letzte Boss. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob das auch schon der letzte Kampf ist. Doch, müsste tatsächlich auch schon der letzte Kampf jetzt sein. So, da sind, also das Haustest jetzt zumindest in Phase 2. Und oben links sieht man jetzt übrigens auch immer die Energie von Solidus, also generell bei den Bossgegnern. Hm? 39 Sekunden und Time. Ach so, ja, okay. Also 57.02 bei Haustest. Muss ich mal kurz schauen. Wirkt nämlich wie eine wirklich gute Zeit. Das ist hier alles in Ingame-Zeit wieder angegeben. 1:03 Ingame-Zeit. Ich weiß jetzt nicht genau. Moment, ich habe ja das Leaderboard. Vielleicht stehen da auch die... Nee, hier stehen auch nur die Ingame-Zeiten. Verdammt. Ja, das wollen wir auch gleich sehen. Genau. Eine Minute 4:55. Stunde 4:55 in Gentainboard. Ah, okay. Ja, dann Ingame wäre Haustest dann knapp 2 Minuten über seiner PB. Da, nein, genau. 3 Sekunden. Oder 55 Sekunden, Entschuldigung. Nee, Haustest hat 1:03.
Die 1-4, das ist von Mocking. Ja, okay. Aber haben die wirklich... Kommen. Ja, Tatsache, Haustest hat genau auf die 100. Sekunde genau eine Stunde 3 Minuten. Mockingjay genau auf die 100. Sekunde eine Stunde 4 Minuten. Deswegen war ich gerade so ein bisschen verwirrt auch, weil beide halt mit 0-0. Aber Mockingjay ist auch knapp 2 Minuten über ihr PB. Ja, okay. Ja, dann sind sie ihrer PB treu geblieben. Haustest hat halt... auch mit dem Abstand gewonnen, den man jetzt anhand der PBs so ungefähr vermuten könnte. Ja. Ja. Ja, dann sind wir... aber ganz ehrlich, PB-mäßig, wenn da so ein, zwei Sachen, weil ich glaube, Haustest hatte auch so ein, zwei Probleme. Mhm. So ein, zwei kleine Stellen. Wenn die nicht gewesen wären, wären es bei beiden neue PBs gewesen. Mhm. Im Grunde schon. Aber stimmt, ja, Mario hat es auch gerade geschrieben, bei der Endgame-Zeit zählen ja auch die Credits und die dauern halt nochmal 9 Minuten. Aber dafür fallen halt die Ladesequenzen weg. Ja, ich denke, dass das Expected oben, das kommt auch von der Mod, denke ich, also von dem Trainer. Achso, da oben, ja. 1,455 expected. Oh, das ist ja wirklich sehr dicht dran. Ne? Also das da oben ist halt jetzt wieder die Ingame-Zeit, muss man dazu sagen. Ja, ja, natürlich. Deswegen sage ich ja 1,455. Genau. Nee, aber im Endeffekt... also die Zeit, die jetzt da unten angezeigt wird, also die 58.08, da müsste man jetzt eigentlich noch 9 Minuten für die Credits raufzählen und dann aber gleichzeitig halt auch die ganzen Ladesequenzen abziehen. Und dann kommt man auf die Ingame-Zeit. Also man weiß im Grunde, in dem Moment, in dem hier jetzt getimt wurde, ab da weiß man halt schon ganz genau, was man am Ende für eine Zeit hat, auch wenn man da ja eigentlich noch nicht timet. Ja. Ja, dann kann man halt einfach die genaue Zeit vom Abspann. Ich weiß gar nicht, ob es exakt 9 Minuten sind oder ungefähr 9 Minuten. Mensch, ich kann nicht mehr reden. Ich glaube, ungefähr 9 Minuten waren es. Die kann man dann im Grunde einfach raufrechnen. So, und wer beehrt uns hier? Die gute Yuki. Was? Eine Yuki. Was? Eine Stunde allein und du vergisst mich direkt. Puh. Ja. Wieso allein? Vergesse ich auch nach 5 Minuten, das liegt am Alter. Aber jetzt kannst du nichts dagegen sagen, ne? Yuki, mach ihm keinen Vorwurf, es ist meine Präsenz, die dich übergestrahlt hat. Aha. Okay, also Vicky, wir müssen uns unterhalten über ein paar gewisse Sachen, ne? Was wenigstens Erziehung Kaffee betrifft. Aber mit Kaffee bitte, ja? Ja, oh, aber Gott. Wir müssen uns dringend mal, wie gesagt, über ein paar Sachen unterhalten, was wenigstens Erziehung betrifft. Also das lässt hier ganz schön zu wünschen übrig, das geht mal gar nicht. Ach, Yuki. So, our Credits sind etwa 9 Minuten 30 und die Ladezeiten etwa 30 Sekunden. Also wenn man 9 Minuten 30 minus die 30 Sekunden nimmt, kommt man halt auf 9 Minuten. Ah, okay. Und deshalb 9 Minuten auf RTA drauf, meinst du dann, ne? Ja, ach ja, stimmt, hast du in der nächsten Zeile gleich. Schön, dass ihr das kommentiert und alles. Den Run, muss ich ganz ehrlich sagen, das Commentary ist jetzt nicht so besonders gut gewesen. Ich hatte mich tatsächlich in erster Linie auf Metal Gear Solid 3 fokussiert, da alles vorbereitet. Und Metal Gear Solid 2 ist ja relativ spontan noch, also für mich zumindest noch dazu gekommen. Blöderweise ist jetzt Metal Gear Solid 3 rausgefallen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Zeit, die ich dafür benutzt habe, hätte ich auch in Metal Gear Solid 2 stecken können. Dann wäre es eventuell ein richtig geiles Commentary gewesen, auf das auch Mario sehr stolz gewesen wäre. So ist es halt leider nur so ein mehr begleitendes Ding gewesen. Mit ein bisschen. Mario, schmier ihm kein Honig ums Maul. Also, nee, das macht sie nicht. Das grüßte ihn jetzt nicht wegen irgendwie das Commentary oder so. Also, nein, Jeffrey, die haben nichts getauscht mit Zelda, sondern... Eigentlich wäre jetzt gerade Metal Gear Solid 3 gelaufen. Der Runner hat aber gesundheitliche Probleme und deswegen ist der Run ausgefallen. Das heißt, sie haben jetzt Metal Gear Solid 2 vorgezogen.
Und jetzt kommt statt Metal Gear Solid 2 an der Stelle Shadow of the Colossus. Genau. Also ursprünglich wäre Metal Gear Solid 3, dann 2 und dann halt Kingdom Hearts, ne? Genau. Nee, dann erst Twilight Princess. Und durch die gesundheitlichen Probleme haben sie jetzt halt Metal Gear Solid 2, dann Shadow of the Colossus und dann Twilight Princess rausgemacht. Von der Zeit nimmt sich das aber jetzt nicht allzu viel, ne? Bye bye, pünktlich Schlaf. Ich wollte gerade hochkommen für mein Commentary. Hör jetzt also, dass mein Commentary erst später stattfindet. Ja, verzieh dich wieder. Nice, dann tschüss. Tschüss. Ich bleib einfach noch gerade. Ja, einfach. Ja. Ich kann ja Falki schon mal zu uns ziehen. Genau, die ist da so ganz allein in der German Bar. Genau, vielleicht. Zieh mal die Traumfalki wieder hoch. Nachdem sie so ich hab schon gerade im Traumrecht geschrieben. Von der Theke weggezogen da unten. Ja. Okay. Ja, hier gibt's genug Alkohol hier oben. Keine Sorge. Und Vini? Ja? Ich hab Met. Es gibt keinen Commentary-Ausfall bei Shadow of the Colossus, wenn ich wach bin. Ja, ich war mir halt nicht sicher. Wir können es ja auch nicht von dir verlangen oder so. Nein, ich weiß. Deswegen, ich hatte dich im Hinterkopf und ich weiß ja, dass du Shadow of the Colossus immer wieder gerne kommentierst oder auch gut kommentierst. Und dieses Event schon mal sehr gut kommentiert hast. Genau. Ja, das war ja der Boss. Merkst du, wie er versucht, Nö, ich zieh mich hier nicht aus der Affäre, falls du das meintest. Ja, genau das. Ich bin nur nicht aufgekommen. Ja. Also schieben sie jetzt nochmal einen Nutzmann rein. So. Du weißt doch, wie das abläuft. Du überlegst dir, was du sagen möchtest. Du fasst die Eckpunkte zusammen. Falsche. Dann kommst du zu mir und sagst es mir, damit ich das in der Öffentlichkeit sagen kann. Also rein schedule-mäßig wird sich nicht so viel verschieben, weil das Shadow of the Colossus Run Estimate ungefähr genauso hat wie MGS 3. Mhm. Wie sieht's jetzt mit Nebenkommentator aus? Ich kann gerne dabei bleiben. 30, ja. Wenn du möchtest. Okay. Also es sei denn, jemand anderer wollte jetzt mitkommentieren. Ich weiß es ja nicht. Deswegen nein, ich muss morgen früh reden können. Okay. Ja, nee, dann geh ins Bett. Schlaf gut, erhol dich gut. Und ja, wir hören uns dann ja morgen, spätestens bei Final Fantasy 13.2. Da kommentieren wir beide ja auch wieder zusammen. Genau, 13.2 und Lara Croft Temple of Osiris. Ja gut, das sind halt 7 Minuten, die... Die kriegen wir auch noch rum dann. Genau. Also Lara Croft habe ich verstanden, das andere war leider nur Rauschen, es tut mir leid, aber es muss irgendwas Unwichtiges gewesen sein, also ist das schon okay. Tempel eines ägyptischen Gottes. Wir müssen ins Schedule einfach mal rein, also statt den 13er Teilen einfach mal reinschreiben, please let me burn this game. Ja, das ist gut. Dann steht Yuki da sogar als Hauptkommentator drin. Ja, weil ich dir die ganze Zeit sage, please let me burn this game. Ja, den VR-Bot haben wir jetzt leider nicht. Ja, der fällt aus. Mario, zu deiner Frage, nicht ganz, weil jetzt sind 5, also so wie, ich glaube den Metal Gear Solid Run schmeißen sie wohl dazwischen noch oder so, keine Ahnung. Nee, der fällt komplett raus. Okay, dann habe ich das verstanden. Okay. Also, um es nochmal das Chaos zusammenzufassen, das war nach mitten in Death Door Run, den ich ja kommentiert habe, war die Message, dass es dem Runner von Metal Gear Solid 3 nicht gut geht und sie den Run erstmal nach hinten verschieben. Dann wurde der Run hinter Twilight Princess gesetzt. Dann wurde er wieder vor Twilight Princess gesetzt, dann ist er komplett rausgeflogen. Da war auf einmal Shadow of the Colossus drin, das ist dann immer weiter nach oben gewandert, der war irgendwann unter Twilight, jetzt war er dann wieder über Twilight. Das heißt, die haben da wohl ziemlich jetzt in den Hintergrund herumgewurschtelt, dass sie da irgendwas jetzt einsetzen können, damit es nicht die Zeiten zu sehr für die anderen Runner scrambled und Ruby Hart hat sich wohl ganz spontan und sehr, sehr freundlicherweise dazu entschlossen, nochmal einen Shadow of the Colossus Run zu zeigen, den zweiten an dem Event, nachdem sie das Montag schon mal gemacht hat. Ich wollte nämlich gerade fragen, Kategorie. Ist das auch derselbe Runner oder in dem Fall dieselbe Runnerin, wenn ich das dieselbe jetzt richtig erinnere? Dieselbe Runnerin, andere Kategorie. Okay. Alles klar. Also wir sehen nicht das Gleiche wie am Montag. Okay, dann auch wenn das jetzt nicht hören wird wahrscheinlich, aber gute Besserung auch an Apache natürlich. Ja, und dann ja, vielleicht beim nächsten Mal. Dann habe ich jetzt zumindest schon mal die Notes dafür und die Vorbereitung.
Also ganz, ganz umsonst ist so eine Commentary-Vorbereitung nie. Irgendwann kann man es mal gebrauchen. Und ich habe mich gerade durchgerusht, noch schnell alle Glitches irgendwie zu erklären. Gut. Ach so, für Twilight. Ja, ja, ein paar, paar Sachen noch ja, du, zu erklären. Du hast Yugi an deiner Seite, die kennt sich da ja auch ja, aus. In dem Sinne, ich hätte sie auch so erklären können, aber ich habe gerne Notes, falls ich doch mal was vergesse. Warte mal, ich überlege gerade was. Yugi ist ja hier drin, ne? Oh, verdammt. Ja. Ja. Ich hätte sie erst rausschieben sollen. Moment. Yugi kann Twilight Princess gut kommentieren. So. Hi Yugi, willkommen zurück. Hi. Ich bin ganz gemeint gewesen zu dir. Ach Sensei, weißt du, wir kennen das ja, eine Hand wäscht die andere, ne? Ich wusste genau, dass du ihn da jetzt hinziehst. Ich hoffe, du hast deine die stille Treppe macht keinen Spaß mehr, wenn man da als Regie einfach wieder rauskommt. Ja, obwohl, ich bin ganz froh drüber jetzt. So, ja gut, dann kann ich aber, ich denke mal zumindest, die Sachen von Metal Gear Solid 3, die ganzen Tabs hier zumachen jetzt, ne? Ja. Leider ja. Genau. Steht ja unten jetzt Setting up for Shadow of the Colossus. Okay. Wir können das gerne ändern, Veni, ne? Oh Mann.